Hallo meine Lieben, hier ist Cassie von Pink Sugar und heute möchte ich euch eins meiner Lieblingsrezepte vorstellen. Kennt jeder, liebt jeder, hat bestimmt auch jeder schon mal gegessen. Kaiserschmarrn, ein ganz einfaches Basisrezept. Ich pimpe es mit ein bisschen leckerer Schokolade auf für meinen Sohn, wenn er nachmittags aus dem Kindergarten kommt. Ihr könnt dafür natürlich alles verwenden, was ihr mögt. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie es funktioniert. Im ersten Schritt habe ich etwas Butter in einer feuerfesten Form zerlassen, ungefähr 40-50 Gramm. Ein bisschen abkühlen lassen. Jetzt mische ich, kann man auch in einer Schüssel, das Mehl mit dem Vanillezucker, einer guten Prise Salz, der Milch, am besten Raumtemperatur. Das kann man auch in der Schüssel machen und einfach mit einem Schneebesen durchrühren. Das reicht schon. Und jetzt nehme ich drei Eier, Größe M, und trenne sie. Das Eigelb kommt zu unserem Mehl-Milch-Gemisch und das Eiweiß in eine separate Schüssel. Letzte. So. Küchenmaschine an, Eigelb unterrühren. Und jetzt wechsle ich das einmal. Jetzt schlage ich das Eiweiß steif. Zucker dazu. Das reicht schon. Jetzt gebe ich zuerst die Schokostückchen dazu. Anschließend hebe ich ganz vorsichtig den Eischnee unter. Das war es eigentlich auch schon. Ihr könnt selbstverständlich auch damit anfangen, dass ihr zuerst das Eiweiß steif schlagt und danach die zusätzlichen Zutaten zusammenrührt. Das macht überhaupt keinen Unterschied. So, jetzt nur locker unterheben. Das geht am besten mit so einem Teigrührer. Und die Masse jetzt in die vorgefertigte und gebutterte Form geben und bei 210 Grad Ober-Unterhitze backen. Ein bisschen Schokolade dazu geben. Ach, sie will gar nicht raus. So. Der Kaiserschmarrn wandert so in den Ofen. Bis gleich! So, nach ungefähr 10 Minuten kommt der Schmarrn das erste Mal aus dem Ofen. In große Stücke teilen. Und mit einem Pfannenwender umdrehen. Seht schon die leckere Schoki, die da drin geschmolzen ist. Und noch einmal zurück in den Ofen stellen. So, ihr Lieben, und jetzt ist der Kaiserschmarrn aus dem Ofen gekommen. Ich hatte ihn ja erst in Stücke gerissen mit zwei Gabeln und dann leicht mit Puderzucker bestäubt. Ein bisschen ist noch da, das karamellisiert die Oberfläche schön. Ja, und jetzt ist er nach 3 bis 4 Minuten fertig. Und ich finde, er sieht jetzt schon ganz lecker aus und man könnte ihn auch direkt aus dem Gefäß essen. Aber wir richten ihn lieber an, dann sieht man auch besser, wie die Schokolade schön geschmolzen ist. Ja?
Schaut mal. Ich glaube, da freut sich jedes Kind. Und auch die Großen natürlich. So. Gut. Ein wenig Puderzucker. Vielleicht noch ein paar frische Himbeeren dazu. Ganz wie ihr möchtet. Und fertig ist mein Lieblingskaiserschmarrn. Guten Appetit!